Tja, da ging gerade das Telefon wieder, der Johann, der ruft mich immer an. Ich war gerade auf der Veranstaltung, Infoveranstaltung. Es ging hier um die L93, die hier geplant ist, die Umgehungsstraße. Ich hoffe, ich habe es gerade richtig gesagt, die Bezeichnung. Aber das gelebte Demokratie, dass man sich eben gegen Sachen wehren kann, dass man sich äußern kann, dass man auch miteinander diskutiert. Ich habe eben auch mit der Ortsvorsteherin von Vliet-Steden, Elisabeth Hülsewig, gesprochen, die eben das befürwortet. Sie denkt natürlich an ihre Bürger, an die Lärmbelastung, an den Straßenverkehr. Es gibt aber eben ganz viele Gegenargumente, die eben auch eine Geräuschkulisse bringen. Ich bin absoluter Gegner von dem Vorhaben, weil ich einfach nicht möchte, dass hier unsere Ländereien versiegelt werden. Ich fahre hier gerade durchs Feld bei uns. Ich wollte mal gucken, wie das Getreide steht. Sieht gut aus, wie bei dem Nachbarn auch. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und es ist einfach wichtig, miteinander zu reden, seine Meinung zu vertreten und es gut darzustellen. Und Petra Schiffert hat das hervorragend gemacht, eben den Vortrag gehalten. Einfach professionell und verständlich. Ich fand es super. Ich fand auch super, dass viele Leute zugeschaut haben. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt Bürger von Vliet-Steden waren oder hier aus näherem Umfeld. Natürlich nicht ausschließlich, weil einige kannte ich, die zugeschaut haben. Da weiß ich, dass sie nicht von hier sind. Aber es ist einfach für mich auch ganz toll gewesen. Mich haben echt Leute gerade angesprochen, die eben den Kanal hier verfolgen. Und eine Mutter zum Beispiel von einem ehemaligen Schulkameraden. Ich wusste direkt, ich kenne die Frau. Und als sie dann sagte, ich bin doch die Mutter von Jörg. Und dann, ach ja. Und echt verrückt, weil man einfach so viele Menschen hier kennt. Und das ist so meine Heimat hier. Natürlich die ganzen Landwirte, haben auch noch gerade ein bisschen gequatscht, ein bisschen geblödelt und das ist einfach super. Wenn man gemeinsam an irgendwas arbeitet und auch die Gegenseite hört und miteinander diskutiert, dann ist das für mich hier wirklich das, weshalb ich das Land liebe, weil es einfach eine gelebte Struktur hat, eine gelebte Demokratie, eine gelebte Möglichkeit, miteinander zu kommunizieren, auch wenn man anderer Meinung ist. Und das müssen wir einfach hochhalten hier. Und ich hoffe, dass sich das vielleicht auch mal nach oben durchsticht. Das ist im Prinzip das, was wir Landwirte haben, vorzubringen haben, auch mal endlich wahrgenommen wird und nicht nur wahrgenommen, sondern auch umgesetzt wird von den Leuten, wo wir eben zu kritisieren haben. Ja, Wintergerste, Winterweizen, sieht alles gut aus. Wir haben echt Glück, dass es alles schneebedeckt ist. Oh, hier sind immer diese Schneeanwehungen. Zimmergasse, wer es sich hier auskennt, das ist der Feldweg, der immer zugeweht wurde früher. Da sind wir hier durchgestapft und tatsächlich ist hier auch wieder ein bisschen Verwehung. Also sogar so zugeweht, dass ich damals mit dem Pickup hier nicht durchkam. Natürlich als junger Bursch hast du dann den Geländewagen genommen, bist hier durchgefahren. Viele tolle Erinnerungen. Das ist, wie gesagt, meine Heimat hier, wo ich groß geworden bin, wo ich geprägt wurde. Eben auch vom Dorfleben. Und damals gab es schon Gemeinschaft, auch was den Schnee angeht. 78 war ein krasses Schneejahr. Das haben ja auch jetzt ganz viele nochmal geschrieben. Und wie mein Vater dann mit den ganzen Bauern hier den ganzen Schnee aus dem Dorf geholt hat, mit den Kippern früher. Zum Teil gab es ja noch Schlagkarren. Da war ich 5 Jahre alt. Ich kann mich aber trotzdem noch dran erinnern. Und das war schon sehr prägsam. Ja, ich fahre jetzt hier gerade. Ich zeige euch das, wo ich bin. Weil hier, von hier oben, hier war ein Scheinflughafen. Da hinten ist der Kölner Dom. Da sieht man die Spitze und den Fernsehturm. Das ist hier eine hohe oder die höchste Stelle bei uns in der Gegend. Die natürliche höchste Stelle. Da hinten ist eine Kippe, die ist dann noch mal höher. Und so sind wir geprägt. Wir sehen hier die Oberlandleitung, die Stromleitung, die überall hinführen. Hier ist ein Umspannwerk hier vorne. Da hinten sind die Kraftwerke. Mittlerweile haben wir auch Windkraftanlagen hier. Und beste Böden. Wir haben hier ganz kleine Parzellen. Es lohnt sich anscheinend immer noch klein strukturiert hier zu wirtschaften, was die Parzellen angeht, weil die Erträge einfach passen. Und das müssen wir erhalten. Ich möchte das auch erhalten. Ich möchte nicht, dass da hinten eine Straße hinkommt, die so viel Land frisst, unsere Flächen zerstört. Wir liegen tatsächlich mit Flächen drin in dieser ganzen Planung und deshalb kämpfe ich dafür. Ich möchte einfach das hier so weitergeben, wie wir es erhalten haben, wie es mein Papa mir gegeben hat. Erst von seinem Opa und wieder weiter zurückgedacht, wie es immer weitergegeben wurde. Und
Das ist unsere Pflicht, das ist unsere Aufgabe, die Zeit wirklich so zu nutzen als Landwirt, die wir hier auf dem, im Irdischen haben. Die ist ja nun mal leider begrenzt, oder was heißt leider, soll ja jeder mal in den Genuss kommen. Und sowas zu erhalten. Ich könnte dir so viele Geschichten erzählen zu den einzelnen Parzellen. Ich habe hier zum Beispiel auf einer Parzelle den letzten Feldhamster, den ich hier wahrgenommen habe, gesehen, weil ihn mein Hund damals zwischen hatte und ich konnte nichts dagegen machen. Da war ich noch ganz klein. Münsterländer Labrador-Mischling, Ajax hieß er, ein ganz toller Hund, aber wenn er irgendwas zwischen hatte, dann konnte man nichts mehr machen. Der Jagdtrieb war da so krass. Hier auf der Parzelle ist eine Mergelgrube eingefallen. Da hing unser Georg mit dem Traktor mit dem Hinterreifen drin. Ach, ich kann hier zu jedem Feld was erzählen. Und das ist einfach Heimat. Und ich möchte einfach, dass er erhalten bleibt. Und deshalb kämpfe ich dafür und möchte einfach meinen Beitrag, meine Möglichkeiten, die ich habe, dazu beitragen. Ich kann bei der Initiative nicht mehr tun, als zu filmen, zu dokumentieren, wenn dann Veranstaltung ist. Ansonsten sind da perfekte Leute, die das andere machen, weil ihr wisst, ich habe viele Sachen, die mir wichtig sind und die ich einfach weitermachen möchte. Hier ist eine Parzelle von uns. Was ist es jetzt? Winterweizen. Gerste haben wir nicht. Hafer ist es auch nicht. Oder ist es Gras? Gras haben wir auch. Man weiß es nicht. Man kann es jetzt gar nicht unterscheiden. Und ich weiß noch, als das hier nicht asphaltiert war. Mann, ist das lange her. Hier hat man Patschmieten, hier links, hier habe ich Schlittschuhlaufen gelernt zum Beispiel. Patschmieten, das sind eben Rübenblätter, die siliert werden. Dann entsteht ein Saft oder eine Pfütze daneben. Und hier sind wir dann noch langgezogen mit unseren Schlittschuhen. Haben wir die unter die Schuhe geschnallt. Ich glaube, die wurden früher noch geschnallt. Und dann haben wir Schlittschuhfahren gelernt. Und dann hatte ich irgendwann Skier vom Sperrmüll. Da bin ich dann hier mit den Hügel runtergefahren. Das war so anstrengend, weil die Dinger natürlich nicht mehr funktionierten. Stummfahren und Schlittenfahren war auf der anderen Seite vom Dorf möglich. Es ist einfach, vor allem jetzt, wenn man das so sieht, kommen wieder Erinnerungen hoch. Und hier haben wir schon viel Schnee gehabt. Sehr viel Schnee. Also, damit verabschiede ich mich. Ich wollte euch nochmal hier einen Eindruck geben und einfach mal so dieses Heimatgefühl euch vielleicht ein bisschen mitgeben. Und weshalb es sich lohnt, gegen was vorzugehen. Wie gesagt, die Straße würde da hinten durchs Feld gehen und würde bei uns Flächen durchschneiden. Wenn es dem Allgemeinwohl dient, ich bin der Letzte, der irgendwas machen würde, was dem Allgemeinwohl schadet. Aber das ist eine Sache, die kann ich nicht befürworten. Und den Grund sieht man dann bei dem Beitrag. Hier geht jemand vor mir vom Gang her. Könnte es sein, dass es der Norbert ist. Ich will jetzt nicht drauf filmen, aber hier sind auch Fliehstehende zu Fuß nach Büsdorf gegangen zur Veranstaltung. Es ist der Norbert. Okay, macht's gut, bis dann. Ciao.